so bad. My sweaty palms reveal a warning I should hear. But I don't care, you drive me mad. I'll ignore the truth and run to you. So we could drive away. You'll hear me say everything. Hallo und willkommen zu unserem neuen Video. Hinter mir ist schon großartiges Gewusel. Da wird schon alles hergerichtet. Heute geht's auf die Flatschspitz. Und wir starten am Brenner. Der Parkplatz ist neu geteert. Ja, das ist ganz wichtig für die, die das Video schauen. Also wie ist der Parkplatz neu geteert? Und da drüben ist das Café für später. Ja. Direkt anfangen. Das ist der Wahnsinn. Soll ich mein Hitbike halt fahren? Ha? Ich könnte jetzt mal meinen Grund mitnehmen und alles. Hey. Dann ist es ja leichter. Der Martin hat jetzt ein neues Hitbike, davon redet er schon seit Jahren. Zum Testen. Das wird in nächster Zeit auch bewertet. Und was wir machen, den E-Bike-Rucksack von VD werden wir bewerten in nächster Zeit. Den ist die Vicky schon fleißig beim Testen. Und geht schon wieder weiter. Gebaute Wege aus dem Vallo Alpino. Ja. Noch ist es angenehm. Aber wartet, was dann kommt. Ja. Wir zeigen es euch. Hier ist echt noch mega fein, aber ich habe schon ein bisschen Respekt vor dem, was gleich kommt. Und feine Schatten. Ja, aber es ist Hochsommer und die Sonne lässt nicht lange auf sich warten. Wie versprochen ist es schon steiler geworden und sonniger. Im Hintergrund jetzt der Brenner Grenzkamm zu sehen. Ja, ja. Mal voll das weite Becken auf. Man denkt, man wäre schon weit oben, dann tut sich der Anblick auf und man weiß, man muss noch ein bisschen. Keine Gnade der Wade. So ist es. Die alten Almen sehen auch voll geil aus. Gut, gut, die meisten werden jetzt eher auf die Wiki schauen, aber die kenne ich schon zu gut. Ich konzentriere mich auf die Almen. Also die Almen haben einmal Holz vor der Hüttentopf, glaube ich, so irgendwie, oder? Was sagst du? Da im Hintergrund, der mit dem Schnee, den haben wir heuer auch noch im Programm, habe ich gerade vernommen. Ja. Darf man nicht verplaudern, bevor das ja. Okay, doch nicht im Programm, habe ich mich getäuscht. Duschen 2.0 hat schon wieder begonnen. Und nein, bei der Vicky wird getrunken. Hier, dusch noch mal schnell, das glaubt ja sonst schon wieder keiner. Auf jeden Fall, das ist ziemlich gut, wenn es ein Wasser gibt bei der Tour bergauf. Ja, heuer habe ich öfters keins gelangt. Da hieß so. Es immer, es kommt Wasser und gekommen ist nichts. Und zum Thema Bauchfell, Flatschspitz, Katschjoch, Wolkendorn ist das letzte Wasser, was gibt. Also dann muss es wirklich trocken, gell? Da schlängeln wir uns jetzt rauf. Wirklich in aller geilster Kulisse. Langsam aber sicher arbeiten wir uns nach oben. Hier ist mal wieder ganz angenehm jetzt. Und das ist jetzt eh der Wolfendorn, oder? Ja, genau. Jetzt ist so steil, jetzt kann ich nichts mehr erzählen. Ja. Aber ich glaube, der Eindruck ist trotzdem da. Mega die Aussicht, oder? Ach, geil. Da, am Joch. Sau gute Aussicht. Mega. Traum. Jedes Mal immer wieder cool. Also der, was die Tour noch nicht gemacht hat, macht es unbedingt. Das ist eine für die Sattesten da. Und ja. Auch die Küche in der Gegend, das kennst du fast überall reinkommen. Also da kann man fast nichts falsch machen, oder? Nein. In seinen Hütten ist auch dran. Ja, das Geile ist, wenn wir uns reinpacken, oder? Der Martin erzählt gerade die Zacken da hinten im Schnee. Da war er oben. Ja, Esa, da ist die wilde Kreuzspitze. Da waren wir oben, Hofpfeiler. Und da drüben die wilde Kreuzspitze, da waren wir dann oben. Ich auch. Aus der Schwangerschaft. Jawohl. Erste Tour. Ja, so ziemlich. Und da geht's jetzt rauf, weil darum soll es ja jetzt mal gehen. Hier habe ich verstanden, geht's rauf. Werden wir gleich sehen. Jetzt haben wir nochmal ordentlich viel Schnee gefunden und auch so eine Art vorübergehenden Bergsee. Der Martin sagt, ich soll Schmelzwasser dazu sagen. Klingt aber langweilig. Da wird gerade wieder fleißig geschultert. Mit dem neuen Bike ist noch nicht so gewohnt. Normal war die Vicky immer. Ah ja, stimmt, und neuer Rucksack. Normal war die Vicky da immer voll die Queen. Die konnte das immer ganz ohne schauen. Jetzt müssen wir das mal festhalten, wenn es nicht so ist. Jetzt im Vergleich. Schauen wir mal, wie es da hinhaut.
Oh, einer kann es immer und ja, beim anderen nicht. Ja, aber das war natürlich jetzt, ja. Da schlängeln wir uns jetzt rauf. Teils ist ganz schön steil auch schon wieder. Aber ich freue mich schon auf die Aussicht von oben. Yeah! Wir sind oben höher wie das Kreuz. Wenn jemand weiß, warum die Kreuze nie ganz oben stehen wollen oder nie oft, ab in die Kommentare. Würde mich fast interessieren, das ist natürlich immer ein bisschen schade, finde ich. Aber ansonsten ist die Aussicht hier einfach nur gigantisch. Der Martin hat schon gesagt, er könnte Stunden oben sitzen, nur Berggipfel schauen. Ich muss dabei noch jausen wollen. Ja. Ja, ja. Aber haben wir da. Ein Boomerang-Video wäre das. Ja, ja, das machen wir. So, bei uns ist wieder Jausenzeit. Und da wird auch gerade schon fleißig fotografiert, weil heute die Auswahl so gut ist. Ja. Das ist halt aber echt dubios. Ich zeig's also euch mal von der Nähe. Vicky hebt's euch und zeigt's euch von der Nähe. Also, es gibt Kaiserspeck, Dilsitter, so ein guter Weichkäse. Ja. Weichkäse ist es ja. Genau. Waffeln. Maiswaffeln gibt es noch, stimmt's? Und Brezel. Ja, haben wir. Ja. Und, wie schmeckt er? Gewaltig. Bärig. Bei dir? Wow. Oh. Der ist echt gut, ha? Der ist sehr gut. Wahnsinn.
einen kurzen Trail-Stopp in der Enzian. Ah, du filmst, Entschuldigung, mein Fehler. Ja, so die Sonne. Schauen wir, dass wir reinkommen. Alkoholfrei. Ja. Damit wir die Switchbacks dann noch packen. Aber Elektrolyte offen. Jetzt ist meins auch da. Juhu! Apfelstrudel und Apfelsaft. Das habe ich mehr Alkohol wie ihr wahrscheinlich. Ja, die wärst du auf Top umgekriegen. Oh,
Yeah. Can't stay in this dead elevation, cause it's fading gray. I feel everything inside me changes over and over again. Can't wait, knowing that our love is wasted. Yeah, wasted. Mahlzeit. Ciao.